So, wir sind in der Münchner Verranzung angekommen. Also hier stinkt es echt wie in einem Moloch. Ne? Was sagst du zu der Luft hier? Das schmeckt irgendwie anders als Hamburger U-Bahn-Luft. So richtig abgeranzte U-Bahn-Luft, genau. Aber das ist auch irgendwie anders abgeranzt. Also stickig. Ja. Egal, prüfen, ob auf der Wiesn genauso eine beschissene Luft ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh ja, es wird richtige prämisale Verransung. So, jetzt muss das Fahrbier noch rausgeholt werden, um ein ordentliches Fahrbier hier zu trinken. Geprost. Geprost. Das ist ein Fahrtwegebier. Bierpower. Wir sind jetzt in einem verschmandigten Bus drin, und wir fahren hier zu Hannes, um ihn Bier abzuliefern und fressen. Das machen wir gleich. Jetzt. So, wir sind jetzt bei Hannes angekommen. Moin. Und genau, wir werden hier jetzt Bier trinken. Genau, mit unserem Horn. Prost, Leute. Prost. Geprost. Geprost. Jetzt werden hier Fettuccini gekocht. Ein guter Zuschauer, Hannes, ist der neue Premium-Gastgeber hier. Und Röstaromen sind erzeugt. Und hier ganz leckere Fettuccini. Fressen ist fertig. Oh ja. Ein richtiges Festmahl. Jetzt fräsen. Ja, es tut mir leid, das ist mein Problem. Wir haben gerade gefressen und jetzt haben wir Hannes verlassen. Damit wir zu woanders hinfahren. Und danach, später, fahren wir wieder zu Ihnen. Wir warten auf den Umsteigebus. Und nicht vergessen, immer Maske tragen, das ist wichtig und richtig. Permanent. Am besten eine ABC-Schutzmaske mit ABC-Schutzanzug für die perfekte Sicherheit. Jetzt wird Bus gefahren. Oh, wir haben ein Kaufland übersehen. Der ist an uns vorbeigefahren, der Kaufland. So, wir sind hier beim V-Markt angekommen, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Und jetzt wird Pfand verkauft. 1,40. Oh, da passen die auf jeden Fall rein. Ja. Da haben wir ein Bier gespart. Die Kiste Hacker hat schon 11,80. Das sind mehrere Biere, Alter. Ja, das ist alles bayerisch. Wir sind im Laden drin. Und wir müssen das Bier finden. Oi, wir haben unser Bierhügel gefunden. Das kaufen wir uns gleich. Jawohl. Perfekt, wir können beginnen. Das ganze Bier und ein bisschen Diabetes gekauft. Und das wird hier jetzt reingemacht, damit wir das die ganze Zeit tragen und sowas. Damit uns das hier, dieses ganze Gewicht, jetzt unsere hier Schwierigkeiten und sowas macht. Und darauf werde ich ein Diabetes trinken. Wir fahren schon wieder Bus. Ja, da haben wir die ersten Zuschauer getroffen. Ja, natürlich, normal. Ja. Da bin ich Münchner. Sieht man euch auf dem Oktoberfest hoch oder was? Guck mal, hier vorne ist ganz viel Uringeruch. Und hier vorne sind diese Hähnchenfleisch in Farbe statt. Die Kamera guckt nach da. Achso, falls ich das noch nicht gesagt habe, wir laufen jetzt zum Oktoberfest. Geprost. Ich grüße dich, Steffen G. Auf dich werde ich jetzt zweimal Bierpower machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2.
Der Mimon muss zurückkommen. Dringstens. Ich brauche ihn. Guck mal, hier vorne laufen überall Oktoberfest-Leute rum. Die laufen alle zum Oktoberfest. Fluktuation Prämisal. Es ist wie ein Karneval. Die Leute haben sich richtig kostümiert. Kostümiert wollte ich schon sagen. Ich habe schon zu viel gesoffen. Kostümiert haben sie sich. Ja. Fein herausgeputzt. Und wir kommen in unseren Ranz, in unserem Ranz-Outfit. Oh ja. So, wir sitzen hier rum, wo ganz viele Oktoberfestmenschen hier rumlaufen, um hier Bier zu trinken. Gepros. Eine sehr gute Sorte. Oktoberfestpferde. Die belästigen uns mit ihren Klingeln. Und wenn wir uns die Massen hier so betrachten, ja, da denken wir auch, um Gottes Willen, ja, das wird wie bei, das wird wie eine Sardinenbüchse auch auf diesem Fest. Weißt du warum? Weil heute verschissener Kackfreitag ist. Ja, das ist ja richtig Premium Prämisal. Die gute Natururin hier hat angenommen, dass wir diesen ganzen Schmarrn hier mitnehmen können. Und zwar genau dahin. Ich dachte, wir könnten dieses ganze Bier da rein mitnehmen. In dieses Oktoberfest. Aber weil wir das nicht rein mitnehmen können, müssen wir das irgendwo versaufen oder verschwinden? Nein, wir nehmen es mit zur Flöte. Genau, und dann versaufen wir das. Das saufen wir dann. Da müssen wir Kampftrinken machen, bevor wir da reingehen können. Und der Helmut ist diesmal auch dabei. Der Premium Prämisale Abpack. Was los? Was wartest du? Wir müssen tragen. Sollen wir das stehen lassen? Willst du da reinfahren? Ach so, wir müssen das ja schleppen. Ja, ja, genau. Wir müssen gleich unbedingt wieder Bier trinken. Ich war eine richtige Verranzung. Hoffentlich rutscht es da jetzt aus. und fall ins Wasser. Prüfen, ob wir gleich jetzt ins Wasser fallen. Ich muss pinkeln. Das ist der verranzte Helmut. Genau. Und wir laufen hier durch. Wir sind gerade dabei, mit dem ganzen Bier hier durch die Stadt zu laufen. Oh Scheiße, diese Rolltreppe, die funktioniert nicht. Ich muss den ganzen Weg hier hochlaufen. Das ist richtig ekelhaft. Gebrost. Gebrost. Das ist leckerer. Kalbspastetchen. Also Hackerschorn, Naturradler, alkoholfrei, kann man praktisch empfehlen, wenn man sich durch früheren massivsten Pretznack-Konsum einen Reizdarm sich erkämpft hat. Und das ist sehr gut für Reizdarm, kann ich sehr gut empfehlen. Ja? Ja, die alkoholfreie Version. Oh Scheiße, die Biertasche ist umgekippt und plötzlich ist hier ein Bier kaputt gegangen. Das wurde irgendwie ausgestochen. Genau, dieser Bier hier. Der spritzt hier rum und sowas. Das ist ein richtiger Scheißbier. Oder das ist ein guter Bier, aber das ist ein. Ich höre auf, runterzufallen. Das ist ein Scheißbier, was rumspritzt. Also ich meinte eine Scheißbierdose, was rumspritzt. Weil der das nicht ausgehalten hat. Hier umzufallen. So, wir haben Flötenmann gefunden. Genau, und für den Falle, dass das später mal lustig sein wird, habe ich mich vorbereitet. Und wir fahren jetzt wieder zu Hannes zurück. Guck mal hier, wir sind im Umstiegsbahnhof und hier ist unsere Straße, U-Bahn. Ich liebe es. Das ist einfach Premium Prämisales Pretznack. Funktioniert das auch wunderbar. Dafür ist es auch mit.
mit zwei Personen, ne? Also die zweite Person kann sich das aufnehmen. Wir haben schon wieder bei Hannes gepennt. Und heute geht's zum Oktoberfest. Wir werden jetzt erstmal darauf ein Bier trinken. Jo, ein Bier trinken. Geprost. Bierprost. Ja, aber wo ist dann die Wald? Also, wir haben morgen. Ja, nee, die hat sie eingeschlossen angeblich. Bevor wir dann später zum Oktoberfest einkommen. Oh ja, das wird lustig. Weil so, Frühstück ist fertig. So, ja, der Frühstück muss weg. Schorte, es speichert mein Gehirn unwiderruflich. Ich sehe das noch weiter hin. Das ist Frühstück. Also und das muss weg. Ich hab's im Mund gar nicht so gemerkt. Aber halt eben, aber halt am Arsch, also. Ja, das merke ich schon gar nicht mehr. Nicht! Ja. Achso, wir gucken uns ein Video von Ramses der Dicke an. Wir gelaufen jetzt zum Oktoberfest, um dort ganz viel Bier zu trinken. Wir sind hier bei diesem V-Markt angekommen und hier werden wir jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir haben jetzt gerade Bier gekauft und das wird jetzt genau hier reingemacht. Also da, wo meine Werbung steht. Das ganze Bier muss reinpassen. Wir sind gerade dabei, hier zur nächsten Haltestelle rumzugelaufen. Mit ganz viel Bier und so weiter. Unser schmandiger Bus kommt hier an. Wir werden hier jetzt einsteigen, weil der schmandig ist. Guck mal, wir sind bei der U-Bahn-Haltestelle, weil wir gleich dieses U-Bahn benutzen. Guck mal, Leute, hier spritzt das rum und das macht mich gerade nass, weil dieser Wind hierher kommt. So, wir sind hier in der Augenklinik. Keine Ahnung, was wir hier machen, aber ja, wir sind hier. Ein Problem mit deinen Augen, deswegen sind wir hier an der Augenklinik. Ja, genau, der Gastgeber wollte da rein, zur Augenklinik. So, wir sind jetzt beim Gastgeber angekommen. Mit Bindehautentzündung. Mit Bindehautentzündung. Deswegen sind wir gerade bei der Augenklinik erfolglos reingegangen. Und jetzt geht's zur nächsten Augenklinik. Ja. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja, ich werde jetzt in die andere gehen. Ich hoffe, da werde ich schneller dran kommen. Ich will einfach aufs Oktoberfest saufen. Ich auch. Das ist eine Scheiße, Alter. Ich schwör's euch. Guck mal, wir laufen ja schon wieder durch diese Abspritzstellen rum. Die hier rumspritzen und sowas. Ich grüße Major Monogram, Henry Heringsjäger und geil Remix auf TikTok. Geprost. Der Tick muss weg. Ich habe so einen richtigen Tick. Und der Tick, der muss einfach weg. Wir werden gleich zum Oktoberfest hinlaufen. Ja. Mehr Sand auf der Wiese. Wir stehen vor dem Oktoberfest. Helmut! Der Helmut Kohl ist im Oktoberfest drin. Ich bin auch viel zu nüchtern. Helmut Kohl! Wir gesaufen jetzt Bier. Gib Prost! Auf dem Oktoberfest. Wir sind auf der Wiesen. Guck mal hier. Wir sind auf der Wiesen. Ich hab Bier gefunden, meine ich. Das trinkt der Archie jetzt. Schmeckt das Bier? Das Bier? Ja. Ist ein gutes Bier. Bremisal.
Muss noch Natururin produziert werden. Guck mal, hier läuft ganz viel Flüssigkeiten rum. Guck mal, das hier, das taucht da oben. Das wollen wir gleich fahren. Weil das sieht lustig aus. Meter für 8 Euro, oh ja. Ich bin jetzt mit dem Helmut hier drauf, Fahrstuhl oder wie das heißt. Das ist lustig, wie das heißt. Ja, das ist lustig. Ja. Oh Scheiße, das geht schon wieder runter. Das ist richtig widerlich. Das war zu wenig gewesen. Guck mal, wir fahren gerade wilde Maus, wie das heißt. Und das fährt jetzt los. Guck mal, wie das hier rumfährt und sowas. Hier mit diesen Liedern und sowas. Oh Scheiße, noch 10% Fahrt. Das wird in den Tod. Aber das sieht trotzdem lustig aus. Tod. Ja. Das ist wilde Maus, wie das heißt. Der Geisteskrankheit-Vlog gibt das. Der Geisteskrankheit-Vlog. So, wir pennen jetzt beim Gastgeber. Wir haben gerade beim Gastgeber gepennt. Guck mal, wir haben hier Bier gebunkert. Als wir vor dem Oktoberfest standen, vor dem Eingang. Das werden wir jetzt rausholen. Komm schnell dran. So, jetzt haben wir meinen Selfie-Stick genommen, weil ich dann mit der Hand nicht rankomme. Jetzt angeln wir. Um jetzt das Bier rauszuholen, was wir hier gebunkert haben. Jawohl. So, jetzt wird dieses Bier, was wir gebunkert haben, aufgemacht. Geprost. Das haben wir dort nur gebunkert, weil wir das vorm Eingang nicht geschafft haben zu trinken. Wir machen dann gerade einen Spaziergang durch den Botanischen Garten. Bah. Wir gelaufen jetzt wieder zurück zum Gastgeber. So, wir sind wieder beim Gastgeber angekommen. Und wir werden jetzt erstmal fressen. Alles gut.
So, wir waren gerade beim Gastgeber gewesen. Vielen Dank, dass wir hier pennen konnten. Ja, kein Problem, komm her, lass dich mal drücken. Wir sehen uns im Januar hoffentlich, ne? Ne? Das wird geil. Wir sind gerade dabei, durch München durchzulaufen und danach zum Bahnhof von München. guck mal Leute, ich und Helmut sind hier bei diesem Hauptbahnhof angekommen. Wir werden uns jetzt gleich trennen, wenn unsere Züge hierher kommen, weil wir fahren verschiedene Züge. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Ich werde heute bei Ihnen pennen. Das freut mich sehr. Ich mich auch. Ihr müsst unbedingt Flattis Kanal abonnieren, damit er die 1000 Abonnenten voll bekommt. Sind nur noch 151 Abonnenten bis zu den 1000. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst ihnen folgen. Ihn hier. Moin moin Natururin, ich bin's der Flatti. Ich hab heute mal Flatti gepennt. So, ich verlasse jetzt Flattis Wohnung. Ich hab hier auf diesen verspierten Boden gelegen. Und ich werde jetzt von Ihnen hier, von dem Flatti, zum nächsten Haltestelle hingebracht. Wir laufen jetzt zu diesem Rathaus Harburg Bahnhof. Gibt es hier noch andere Rolltreppe, die nach unten fährt, anstatt nach oben? Hier leider nicht, aber zum S-Bahnsteig runter, da hast du eine Rolltreppe. Na gut, dann schiebe ich das Ding hier runter. So, ich habe gerade diesen Wagen von da oben runtergeschoben. Weil guck mal, das hier genau in die entgegengesetzte Richtung ging. Deswegen muss ich das hier runterschieben. Das war mein Kommentar dazu. Das ist der beste Kommentar auf der gesamten Welt. Das rockt. In diesem Video war ich mit dem Flötenmann in der Nordsee gewesen. Der Schänder war auch mit dabei. Und Leute, nicht zu oft besaufen. Macht immer Suffpausen dazwischen oder trinkt gar nicht. Das ist mir ganz wichtig.